Moment. Jetzt. Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei A New Beginning. Ich bin immer noch der Baume und wir waren gerade eben auf dem Weg zu Harvey. Wie auch immer er es in dieses Spiel geschafft hat, aber die Leute von Dedelic basteln ja gerne mal irgendwo Easter Eggs ein. Um nicht zu sagen, Poki. Ach, sie ist abgelenkt. Immer noch. Und jetzt geben wir einen Klaps auf den Hintern. Da wird sie sich freuen. Schlägt man zu leicht, ruft sie um Hilfe. Schlägt man zu fest? Ja, schlägt man zu fest. Getan hat. Ich verletze hier niemanden. Menno, du sollst ja auch nicht verletzen. Du sollst ja nur ein bisschen deinen Spaß haben. So, blauer Hase, können wir den nehmen? Ich komme nicht ran, solange diese Kidnapperin da sitzt. Ach, Menno. Ey. Mensch. Die ist noch nicht genug abgelenkt. Das gibt's ja wohl nicht. Die guckt doch gar nicht hin. Können wir ihr jetzt das Netz über den Kopf ziehen? Ich gehe ihr besser aus dem Weg. Kannst du dir das Netz über den Kopf ziehen? Ach, schade. Kappes. Der hat einen Wortschatz drauf, es ist immer wieder toll. Können wir die irgendwie K.O. machen? Nee, will er ja nicht. Mit dem Saustall können wir sicherlich auch nicht... Okay, ich bin gerade wieder zurückgegangen. Wir haben dort Feuer gemacht und die guckt jetzt raus. Und nu? Was ist denn das nur für ein Klo? Ich verstehe das nicht. Drückt man einen Knopf und dann geht das so... Oder wie darf ich mir das vorstellen? Okay, machen wir die Tür nochmal zu. Vielleicht hat es ja mit diesen Sicherungen irgendwas auf sich. So. Nochmal ein bisschen verwackeln, bitte. Ach, nö. Ja, wie doch. Soll denn das mit uns klappen, wenn du immer wieder so einen Mist baust? Tja, also, als ständig ob hier würde... Ständig enttäuscht du mich, das ist doch keine Beziehung. Als würde jemand an den Sicherungen wackeln. Echt, das ist bei meinem Computer bestimmt auch manchmal der Fall. Was willst du sagen? Ich lasse sie lieber drin. Wer weiß, was sie sonst noch alles steuern. Ist doch nicht wichtig. Plastiknetz drüber ziehen? Schrott. Ach, Manu. Können wir vielleicht dieses Gerät, wir haben ja hier, können wir hier nicht irgendwas mitmachen? Aufnehmen? Wir können damit was aufnehmen. Ein Diktaphon mit diesen Ohrstöpseln, die man überall auf der Straße sieht. Ohrstöpsel. Kopfhörer heißen die Dinger. Was sollte ich hier schon aufnehmen? Mich? Vielleicht irgendwas anderes? Kuhfuß, Kammkreuz, wie auch immer er damit die Schraube abgekriegt hat, aber... Hula, 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 hula. Hula, 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 hula. Baum steht auf dem Schlauch. Komm, steck das mal hier ran ans Kabel. Das Ding hat keinen Anschluss für offenliegende Kabel. Nur einen normalen für Kopfhörer. Das heißt, die Idee scheint gar nicht mal so schlecht zu sein. Um nicht zu sagen, die Idee war gut. Aber die Kopfhörer waren noch nicht die richtigen. Und wenn du einfach das Plastiknetz... Ach, ich weiß auch nicht. Ich will mal irgendwas mit dieser Plastikstromverdingsungsmembran machen, wie auch immer. Wenn denn die Geschichte von Faye überhaupt stimmt. Davon ist ja jetzt meiner Meinung nach erstmal auszugehen. Okay, vielleicht hat die sich das auch alles nur ausgedacht. Was können wir denn jetzt hier machen? Okay, die ist jetzt... So, die Ver... Was hat er gesagt? Ah, die Verbindung, was? Ich klicke zu viel rum. Jetzt habe ich weggeklickt. Das Ding hat keinen Anschluss für offenliegende Kabel. Nein, nur immer noch nicht. Nur einen normalen für Kopf. Ja. Komm, guck noch mal bitte kurz um die Ecke. Oh, ich stehe so auf dem Schlauch. Was wollte er denn jetzt gerade sagen? Das war bestimmt irgendein Hinweis. Jetzt ist sie an. Ja, das bringt doch aber gar nichts, denke ich. Ich will zu Harvey. Mensch. Manu. Und die schraubt da immer noch an ihrem Zeittelefon rum. Was ist denn jetzt eigentlich aus der Dings geworden? Mach erstmal die Tür auf. Und jetzt gucke ich mir mal nochmal den Ventilator an. Der ist ja jetzt allen Anschein nach ausgebrannt. Ach nö, dem geht's wieder super. Na toll. Hoffen wir mal das Beste und dass der Boden kein Feuer fängt. Wir haben jetzt hier einen Kuhfuß.
was auch immer ein Kuhfuß ist. Ich kombiniere den jetzt mal wild mit allem, was wir im Inventar haben. So ein Blech. Blech. So ein Käse. Senf. Senf. Dem fällt ein Scheiß. Pipifax. Wer hat denn den synchronisiert? Nichts als Unfug. Ich hätte voll meinen Spaß gehabt als Synchronsprecher. Ah, benutzen. Können wir die irgendwie... Zum Glück habe ich eine starke Blase. Ja, ja, okay, okay. Würdest dich nur verraten, genau. Tür, hier, Rauch machen. Auch noch aus deiner Kabine, in der du eingesperrt bist. Und. Aber er will nicht Pipi machen. Einfach partout nicht Pipi machen. Fließendes, warmes Wasser. Wenigstens ihre Rohre sind zivilisiert. Können wir denn mit dem Wasser was machen? Können wir hier unten das Ding wieder aufheben? Menno. Okay, ich schummel mich jetzt durchs Spiel. Ich muss mich jetzt durchschummeln, leider. Weil ich bin anscheinend doch überhaupt nicht so genial, wie ich mir das immer denke. Und darum muss es jetzt auch mal mit Schummeln gehen. Was hat es denn mit dem Waschbecken überhaupt auf sich? Das können wir leider nur ansehen. Das ist kalkig und alt und für ihn doch sehr normal. Hier gibt's auch nichts. Oh, guck mal, hier unten das Gitter kann man anschauen. Ja, das ist ja jetzt gemein. Wenn die Mechanik genauso verrostet ist wie dieses Gitter, dann gute Nacht. Kannst du das aufmachen? Ich sehe darunter nur Stromkabel. Da muss ich nicht ran. Sicher? Mach die Tür nochmal zu. Nur Stromkabel? Ich sehe darunter nur Stromkabel. Da muss ich nicht ran. Können wir es nicht trotzdem probieren? Ich sehe darunter nur Strom. Na, Menno. Und das hier? Senf. Senf, okay. Nee, Kabel. Nee, Gitter. Galli Matthias. Jetzt fang nicht an, dir Worte auszudenken. Das ist unfair. Da kann ich nicht mithalten. Senf ist vollkommen in Ordnung, aber Galli Matthias, das ist Humbug. Ey, Mann. Bücher und Bücher, Seiten rausgerissen. Da Kabel, Fay immer noch. Kabel, haben schon alles mit Kabel kombiniert, oder? Können wir noch ein bisschen mehr dran rumknipsen vielleicht? Hatte schon das Vergnügen. Schade. Ja, es war super spannend, hast du auch schon festgestellt. Mist! Aufnehmen, abspielen. Oh Mann, so eine auf dem Schlauch steh Folge finde ich überhaupt nicht gut. Kabel? Es verbindet die Sprechanlage mit dem Cockpit. Ne, wir haben es ja schon gehackt, ne? Gehijackt. Es führt in die Wand und hinter das Bücherregal nebenan. Kabel, Sprechanlage. Soll ich nicht lieber gleich mit dem Tütü durchs Wohnzimmer hüpfen? Sie würde mich doch sofort sehen. Es würde uns aber allen sicherlich sehr gefallen, wenn du mit dem Tütü durchs Wohnzimmer hüpfst. Ein Fußnagelknipser. Können wir dem Kuhfuß die Nägel knipsen? Grober Unfug. Das fand er so peinlich, dass er es nicht mal aussprechen wollte. Er hat es nur vor sich hin gemundstummelt. Gemundstummelt? Gemundstuhlt vielleicht. Ich weiß nicht weiter. So groß ist doch die Auswahl gar nicht an Möglichkeiten. Habe ich hier drin was übersehen? Nö, hier gibt es nur Armaturen und Sicherung. Und die Sicherung? Wollen wir ein bisschen Alkohol in die Sicherung kippen? Keine Experimente. Nicht, wenn es um lebenswichtige Technologie geht. Lebenswichtige Technologie, das sind Sicherungen und kein Herzschrittmacher. Die sind dazu da, dass sie rausfliegen. Meff. Instrument, Armaturen. Früher bin ich wöchentlich mit so einem Ding nach Hause geflogen, dann nur noch. Ja, verrückter Typ. Der verrückte Typ hat gar nicht so ein Kreiseldings. Können wir dem einfach eine überziehen? Nein, geht auch nicht. Können wir ihm sein Diktiergerät hinwerfen? Nun gut, wir sind auf Aufnahme. Was? Du liegst den ganzen Tag faul in der Sonne und wenn man dich mal braucht, dann stotterst du nur rum. Ja, musst gar nicht so blöde gucken, Ursula von Unschuldanien. Zieht nicht mehr. Jetzt bist du sprachlos, was? Du alte Schachtel hast hier eh nichts mehr zu melden. Reizend. Die Nachwelt wird sich freuen. Ach, und das spielen wir jetzt Fay vor. Und dann wird die sich übelst ärgern. Das finde ich jetzt aber gemein. Ich will nicht, dass Fay sich ärgert. Ich finde die voll lieb. Kannst du es jetzt vielleicht auf magische Weise dort anschließen? Nein, ich wette nicht. Aber vielleicht können wir vielleicht können wir es ja durchknipsen. Diese neumodischen Stöpsel wird schon keiner vermissen. Blüpp. Und jetzt verdrahten wir das. Und dann nimmst du da so ein Stück Draht. Das könnte tatsächlich funktionieren. Und dann tüdelst du das da so rum.
Und das geht? So, und jetzt können wir das Diktiergerät abspielen und dann wird die voll eifersüchtig, die blöde Kuh. Die wollten uns entführen, klar. Du bist den ganzen Tag faul in der Sonne und wenn man dich mal braucht, dann stotterst du nur rum. Ja, musst gar nicht so blöde gucken. Ursula von Unschuld Daniel. Zieht nicht mehr. Ursula? Du alte Schachtel hast hier eh nichts mehr zu melden. Dann. Was fällt dir ein? Du kennst mich doch kaum. Ich mache so viel und ich kümmere mich um alles. Und du guckst immer nur zu. Was ist? Was machst du hier? Ich hab doch gar nichts gesagt. Du bist wie ein kleines Kind. Entschuldige dich gefälligst. Entschuldigung? Wofür? Für das, was ich gesagt habe. Und was hast du gesagt? Nicht? Na, da habe ich ja was angerichtet. Wie ging der Spruch? Die Hölle kennt keinen Zorn wie die Wut einer Frau. Ein ausrangierter Wissenschaftler gegen Bonnie und Clyde. Na, das kann ja heiter werden. Gehst du jetzt wirklich raus? Ich verstehe vielleicht nicht viel von euch und eurer Zeit, aber das habe ich nicht verdient. Also hör auf, von dem Thema abzulenken und sag mir, was das sollte. Hey, die Tür! Was? Bent? Sieht so aus, als hätte sich das Blatt gewendet. Bent, lass mich raus. Nein, ist nicht. Hey, warte mal, vor zwei Folgen war ich noch auf der Seite von Faye und jetzt bin ich auf einmal gegen sie. Das Spiel dreht einem voll in der Psyche rum, zieht einen von einer Seite auf die nächste. Das ist gut, das gefällt mir. Ich zweifle nicht daran, dass sie ein nobles Ziel verfolgen. Was haben wir noch zur Auswahl? Ich habe genug von ihren Lügengeschichten. Sie haben mein Vertrauen verspielt, meine Liebe, und es reicht, der Spaß hat ein Ende. Ja, unser Vertrauen hat es definitiv verspielt in dem Moment, wo uns jemand eins mit dem Knüppel über den Kopf gezogen hat. Ich würde ja gerne daran glauben, dass meine Alge eines Tages die Welt antreibt. Aber in ihre Hände werde ich sie garantiert nicht mehr geben. Sie haben mein Vertrauen verspielt. Aber was soll dann mit ihr geschehen? Ich bin die Einzige, die noch an deine Arbeit glaubt. Nicht einmal du tust es noch. Hey, hallo? Ich meine, wir haben einen Sohn, der irgendwo auf einer komischen Station, der Antarktis 1 oder so, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls macht er doch weiter mit dem Projekt oder etwa nicht? Ich zweifle nicht daran, dass sie ein nobles Ziel verfolgen. Aber der Zweck heiligt nun einmal nicht die Mittel. Es tut mir leid, Bent. Ich wollte keine Gewalt. Das war Oggis Idee. Aber leider wärst du ohne ihn jetzt nicht hier. Und es hängt viel davon ab, dass du jetzt hier bist. Oggi und die Kakerlaken? Ich habe genug von ihren Lügengeschichten. Bent! Milliarden werden sterben. Nur du kannst etwas daran ändern. Unfug. Ein einzelner Mensch soll für die Zukunft der ganzen Menschheit verantwortlich sein? Jeder Einzelne. Ja, und egal. Du besonders. Bitte. Lass mich dir zu Ende erzählen. Der Rest spielt auch nicht mehr in der Zukunft, sondern hier in Norwegen. Vielleicht fällt es dir da leichter, mir zu glauben. Ich merke gerade, dass meine Facecam ständig über dem Text hängt, wenn die da oben rechts quatschen. Ich sehe die ja nicht auf meinem Hauptmonitor, sondern nur auf dem zweiten Monitor, das Resultat meiner Aufnahme. Aber die lesen ja eh alles vor, darum denke ich mal, werdet ihr mir das nicht so krumm nehmen, wenn man den Text nicht lesen kann. Es reicht, der Spaß hat ein Ende. Es reicht, der Spaß hat ein Ende. Hey, pass mal auf, ich helfe dir, warte. 1, 2, 3, und... Ja. Halt, nein. Wir hätten das wie erwachsene Menschen klären können, aber sie lassen mir keine andere Wahl. Genau, jetzt kommt nämlich... Ich werde ihn niemals... Die... Oh. Ich sag's dir, der alte Zyniker, der macht's nicht mehr lang. Er hat recht. Der alte Zyniker macht's nicht mehr lang. Zeit für Plan B. Ja, das hier. Hm. Hier. Gute Idee. Ja, danke für den Tipp. So, und jetzt lassen Sie mich bitte in Ruhe. Wie kann man nur so stur sein? Wie bitte? Wie kannst du deine Verantwortung nur so mit Füßen treten? Hören Sie mal zu. Ich habe mein ganzes Leben dafür gekämpft, dass die Welt, die Sie beschreiben, niemals möglich wird. Ich war so sehr von der Zukunft besessen, dass ich sogar meine Familie dafür geopfert habe. Und dann, auf einmal, eines Tages, steht diese Frau vor meiner Tür und hält mir vor, ich würde meine Verantwortung mit Füßen treten. Das wusste ich nicht. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. Herrgott. Und da ich sie hier nicht bekomme, werde ich nun die Behörden alarmieren. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Aber erstmal will ich mit Harvey spielen, okay? Bent? Faye? Oggi? Harvey? Hat man dich auch wegen deiner Forschung entführt? Diese Verrückten. Kann der antworten?
Er soll gefälligst seinen eigenen Ausbruch planen. Ich habe schon alle Hände voll zu tun mit meinem. Ausbruch? Es hieß aber nicht Harvey bricht aus, das Spiel hieß Edna bricht aus. Nein, das geht so nicht. Nicht für mich jedenfalls. Nicht für dich. Ach, das ist so ein... Schön verpackt. Gucken bitte nochmal ganz genau. Endlich ein vernünftiges Gesicht. Sehr vernünftig, genau. Plündern und Brandschatzen! Saustall immer noch. Gut, jetzt erstmal einen Kaffee. Auf den Schrecken. Das muss warten, bis ich hier raus bin. Was? Wieso? Sieht die Kanne etwa nicht gut aus? Sind da Flecken? Früher habe ich das Zeug literweise getrunken. Nach meinem Zusammenbruch war es dann das Erste, was mir Dr. Angust verboten hat. Oh. Und nach meiner Flucht wird das Erste sein, was ich wieder anfange. Kaffee trinken. Oh, ich liebe Kaffee. Verdammt, sie ist zu schwer. Kann ja nicht schade. Ist hier ein Schalterchen? Nee, was haben wir noch hier? Zettel. Noch mehr von diesen Zetteln. Der Helikopter ist voll davon. Hm. Hier steht... Frage an IOEC. Ist Emilio Indes ein Gauner? Frage an Demonstranten. Hilft er nicht der dritten Welt? Darunter Kapitel 1. Showdown in Oslo. Faye versus Indes Industries. Clash. Ich muss das nicht verstehen, oder? Clash? The Clash? Gibt's da Live-Musik? The Clash gibt's zu der Zeit, glaube ich, gar nicht mehr. Upsi, da ruckelt's. Fenster, wir können ja nochmal rausschauen. Seltsam, ich kenne die Strecke. Wir sind jetzt direkt über Trondheim. Wo bringen Sie mich nur hin? Trondheim? Kann man das aufmachen? Dicht wie Dosendorsch. Naja, hab ich mir fast gedacht. Ich habe nämlich auch keinen Griff gesehen. Es wird mir schon keiner reingucken. Und überhaupt, da hinten wird es noch dunkel genug. Da hinten wird es noch dunkel genug? Du meinst etwa hier? Na, dann schauen wir mal rein. Ja, echt dunkel. Verdammt. Oh. Ich blende mich wieder raus. Hallo? Mayday, Mayday. Ich werde entführt. Ist da jemand? Hallo? Ich kann dich hören. Wer ist denn da? Mein Name ist Ben Svensson. Ich werde von Verrückten festgehalten. Svensson? Ja. Ich bin an Bord eines Helikopters. Keine Ahnung, was die vorhaben. Sie kamen einfach in mein Haus, haben mir irgendwelche Märchen erzählt. Und dann haben sie mich ausgenockt. Ich werde entführt, verdammt. Hören Sie! Hallo, sind Sie noch da? Ja, ich bin noch da. Schalt den Monitor ein. Was? Der duzt den, das ist einer von denen. Bist du das, Svensson? Siehst du das? Es sind keine Lügengeschichten. Es ist alles real. Wieso lebt denn der? Nein. Sieh es dir gut an, Bent. Das hier ist eure Zukunft. Nein. Ihr Heuchler. Schwindler. Verfluchte Bande. Ich werde euch... Die Zeit... Ja, so habe ich auch geguckt. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich dir die Geschichte zu Ende erzähle. Oh, lass mich bitte anfangen. Nichts für ungut, aber deine Version klingt immer so trocken. Ich darf mich vorstellen? Mein Name ist Leif Orgasund. Aber meine Freunde nennen mich Orgi. Ich bin freischaffender Journalist. Wow. Ich arbeitete an meiner Vor-Ort-Reportage über die Demonstration vor der Zentrale der Energieaufsichtsbehörde. Ich saß gleich dort vorne am Schnittplatz, als es passierte. Die haben sich in den Helikopter gebeamt. Ist da jemand? Das ist ein Ding. Und was ist mit Salvador? Okay, wenn du die Hand da drin gelassen hättest. Wir sind da. Oh, my goodness. Kapitel 4. Die Konferenz. Bam, bam, ba. Viertes Kapitel schon? Es geht ja doch recht zügig voran. Sie hat es tatsächlich geschafft. Funker Faye hat den Phoenix-Plan sabotiert.
Boah, ist mir schlecht. Reiß dich zusammen. Was? Was machen die Menschen da? Sag du es mir. Du bist doch die Spezialistin. Sieht so aus, als ob sie auch wegen der Konferenz hier sind. Sie werden nichts erreichen, wenn sie nur rumstehen und ihre Plakate schwenken. Deswegen sind wir doch erst in diese Zeit zurückgesprungen. Weil die Menschen nur geredet und nicht gehandelt haben. Das ist nicht fair, Salvador. Sie wissen nicht, was wir wissen. Dass ihnen nur noch eine Woche bleibt bis zu dem Unfall im Indes-Kraftwerk. Und was die Folgen sein werden. Wenn ich es nur irgendwie schaffen könnte, auf die Konferenz zu kommen und sie überzeugen könnte, das Kraftwerk abzuschalten. Glaubst du wirklich, dass sie dir überhaupt zuhören werden? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Dann hoffe ich, dass du mit Druck umgehen kannst. Du weißt, was auf dem Spiel steht. Und ich dachte, Salvador erschießt uns jetzt auf der Stelle. Um Jottes Willen, um Jottes Willen. Moment, halt. So. Ja, ich habe jetzt mal während der Cutscene den Timer ausgemacht. Er wird nämlich gleich loströten und das wäre sehr unfair gewesen. Ja, ich habe dazugelernt. Ich habe gelernt, mein 20-Minuten-Limit einzuhalten, was jetzt nur noch 30 Sekunden sind. So. Ich würde sagen, ein bisschen können wir uns noch mal grob umschauen, ja? Ganz, ganz grob. Irgendwas können wir noch anklicken, irgendwie schnell hier. Eine dicke braune Flüssigkeit tropft aus der Maschine in einem Behälter. Vermutlich irgendein künstlicher Nährstoff, der die Menschen in Gang hält. Das ist reine Natur, alles Bio. Bis auf die Tränen der Bauern, die das geerntet haben. Ja, und wir sind ja jetzt wieder Fey. Und wir haben wieder unser altes Inventory. Und die Kassette. Ach, das Beweisstück aus der Zukunft. Na gut, eine VHS zählt nicht gerade als Beweisstück aus der Zukunft, würde ich sagen. Ein antikes Gefäß. Nur in neu. Und da ist das Ende. So! Na, heute habe ich mir mal richtig Mühe gegeben. Diesmal habe ich mich nicht heimlich überrumpeln lassen von meinem eigenen Countdown. Ich würde sagen, wenn es dir gefallen hat, kannst du ja dir die nächste Folge angucken. Oder die übernächste. Oder die überübernächste. Oder, ganz verrückt, die vorher. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich bin der Baume, auf Wiederschauen und reingehauen. Hui.